Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gaming News. Ich bin Rektalin und ihr schaut Replay Games for You. Kommen wir zu den Veröffentlichungen dieser Woche. Die Gaming-Woche beginnt leider erst am Donnerstag mit Phoenix Wright, Ace Attorney, Dual Destinies für den 3DS. Außerdem gibt es am Donnerstag noch The Raven, Vermächtnis eines Meisterdiebes, kommt nur für PlayStation 3 und Xbox 360. Doch der Freitag, der ist dafür vollgepackt mit Veröffentlichungen, denn Batman Arkham Origins sowie der passende Handheld-Titel Batman Arkham Origins Blackgate erscheinen an diesem Tag. Der 3DS sieht Beyblade Evolution, Castlevania's Lords of Shadows bekommt ein Remake spendiert, sowohl für PS3 als auch Xbox 360, wobei diesen Freitag erst die Xbox 360 erscheint, beziehungsweise die Version dafür. Und die PS3-Version folgt in der kommenden Woche. Und auch Deus Ex Human Revolution kommt als Director's Cut hierzulande raus. Diesmal sogar für die Wii U, gilt aber zu beachten, die Wii U-Version ist teurer als die für die anderen Konsolen. Aber vielleicht habt ihr auch auf was ganz anderes gewartet, denn Just Dance Kids 2014 kommt ebenfalls. Außerdem gibt es noch Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst, Wii Party U und WRC 4 World Rally Championship 4, dessen Titel schwachsinnig ist, weil WRC und World Rally Championship ist ja sowieso dasselbe, also total redundant. Damit kommen wir aber bereits zu den News der letzten Woche. Diese Woche ist sehr viel passiert. Wie einige vielleicht wissen, war ich Watch Dogs gegenüber sehr kritisch eingestellt, weil nicht viel an Nebenaktivitäten gezeigt wurde in diesem Open World Game. Und so war es diese Woche auch nicht verwunderlich, dass der Titel kurzfristig verschoben wurde, und zwar auf das Frühjahr 2014. Aber nicht nur Watch Dogs ist betroffen, auch The Crew wurde auf Anfang nächsten Jahres verschoben. Was habt ihr für eine Meinung zu dem Vorgehen von Ubisoft? Ich meine, das ist ja nicht der letzte oder der einzige Titel, der kurz vor Erscheinen jetzt tatsächlich verschoben worden war. Man erinnere sich an Rayman Legends und das hat den Verkaufszahlen ja auch nicht besonders gut getan. Hart trifft es auch die Racing-Fans im Sony-Lager, denn Drive Club hat es auch erwischt. Der Titel wird nach hinten verschoben und an seiner Stelle tritt Contrast zum Launch als freies Spiel im PlayStation Plus Abonnement. Was mit den vorbestellten Bundles passiert, sowohl bei Drive Club als auch bei Watch Dogs, da gibt es derzeit noch keine festen Informationen. Es obliegt auch in diesem Fall dem Versandhändler bzw. dem Händlern im Allgemeinen, wie sie damit verfahren. Es wurde jedoch öffentlich, wie die amerikanische Ladenkette Target dies handhabt, denn die haben einfach alle betroffenen Bundles storniert. Aber auch Batman Arkham Origins ist indirekt verschoben, denn die Disc-Versionen für Wii U und PC kommen erst Anfang November. Die digitalen Versionen für die beiden Systeme und auch die Disc-Versionen für PlayStation und Xbox sind nicht betroffen. GTA Online 500.000 Dollar Patch ist live, das Geld bekommen wir aber trotzdem erst nächste Woche. In Amerika sind in dieser Woche die ersten PlayStation 4 Demo-Stationen aufgestellt worden. Das bedeutet, dass dort jetzt in Läden PS4 gespielt werden kann. Man erinnere sich, die PS4 erscheint in Amerika bereits am 15. November, also gute zwei Wochen vor unserer Zeit. Bei der Xbox One werden die Entwickler auf kostenlose dedizierte Server zurückgreifen können, sprich die Multiplayer-Spiele werden nicht mehr von Spielern gehostet, sondern finden auf Servern statt und bieten somit jedem Spieler die gleichen Verbindungsbedingungen und es ist nicht mehr so, dass der Spieler, der das Spiel hostet, einen leichten Vorteil bei dem Ping hat. Das Studio 2K Marin, das hinter Spielen wie Bioshock 2 oder XCOM The Bureau steht offenbar kurz vor der Schließung. Damit kommen wir aber auch bereits zum Ende der heutigen Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und sage ciao ciao, bis zum nächsten Mal.